So, willkommen zur dritten Folge Pokémon Go, heute für den Tag. Aber ich will sicher gehen, dass morgen am Donnerstag die Raid am Mittwoch Folge kommt, die eigentlich hätte heute kommen sollen, aber dadurch, dass heute wieder die legendäre Bierpause war und noch andere Sachen und das mit den Glücksfreunden und so weiter und jetzt auch noch das, Brutalanda, habe ich gedacht, okay, haust du das jetzt noch schnell raus, weil du hast ja den Community Day auch gar nicht angekündigt gehabt mit Kindwurm, habe ich vergessen, beziehungsweise hatte ich so viele andere Sachen zu tun, habe ich gedacht, ist ja nicht so wichtig, weiß ja eh jeder, aber jetzt die News eben rausgekommen und ich bin so gehypt einfach nur, denn die exklusive Attacke für Kindwurm ist veröffentlicht, beziehungsweise für Brutalanda. Also wenn ihr euer Kindwurm am Community Day zu Brutalanda entwickelt, dann wird das richtig heftig, hoffe ich zumindest, genau andersrum, nämlich wie bei Dragoran. Jetzt aber kurz nochmal die Fakten am Rande. Am 13. April ist der Community Day mit Kindwurm, also diesen Samstag, geht es schon los von 15 bis 18 Uhr natürlich wieder. Community Day mit Kindwurm und darauf habe ich schon ewig gewartet, denn damals in einem älteren Community Day habe ich ja ein 100%iges Kindwurm aus einem 10er-Ei gebrütet und ich habe die ganze Zeit kein Brutalanda hochgezogen, hatte da immer gewartet bei der Raid-Tour auf jeden Fall von dem roten Ding, was dann orange wurde, habe ich doch ein Dragoran nochmal hochgezogen und auch mein 96er, Brutalanda war das glaube ich, hochgezogen, habe aber mein 100er extra nicht entwickelt, weil ich auf diesen Tag gewartet habe. Jetzt ist es soweit, der Community Day am Samstag, am 13. April, 15 bis 18 Uhr Ortszeit mit Kindwurm, dreistündigen Lokmodulen, dreifache EP für das Fangen von Pokémon, also da könnt ihr noch ein Glücksei reinhauen, dann habt ihr sechsfache EP für das Fangen, für Leute, die jetzt noch nicht Level 40 sind, die können dann natürlich gut leveln, gut Punkte rausholen oder Leute, die Level 40 sind und einfach noch mehr abgehen wollen, bis die Levelerweiterung irgendwann mal kommt, richtig genial und die exklusive Attacke Wutanfall. Damals war das ja so bei Dratini, wenn man ein Dratini entwickelt hat zu Dragoran, beim Community Day hat das dann Draco Meteor gelernt und ich muss schon immer sagen, mittlerweile habe ich überall Draco Meteor weggemacht und habe einfach wieder auf Wutanfall zurückgewechselt, denn bis das mal Draco Meteor eingesetzt hat, das hat so ewig gedauert, das kam meistens gar nicht mehr dazu, gerade wenn man mit Drachen gegen Drachen kämpft und Wutanfall fand ich einfach immer besser. Das hat meistens gleich zwei Balken gehabt, immer reingehauen mit 90, was also 2x90, 180 Schaden macht. Dragon Meteor weiß ich gerade gar nicht, hat glaube ich nur 160 gehabt. Bin ich mir nicht sicher, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das nie verstanden, wozu diese Attacke. Bei den meisten anderen Pokémon war es ja immer so, die Community Day Attacke hat das Pokémon aufgewertet, es ist dadurch besser geworden. Manche sind da bei Pokebattler in der Liste von Platz 10 auf Platz 2 gerutscht und waren plötzlich richtig heftig mit den Community Day Attacken, was bei Dragoran eben nicht so war. Denn das Dragoran hatte eine richtig geniale Attacke und hat im Prinzip eine schlechtere Attacke dazu bekommen. Bei Brutalanda ist es genau anders. Das hat die ganze Zeit nur Draco Meteor als Drachenattacke gehabt und ich habe extra gewartet, es nicht entwickelt und da zeigt es wieder mal, Geduld lohnt sich, Geduld zahlt sich aus, denn jetzt ist Wutanfall für Brutalanda angekündigt worden und verfügbar am Community Day. Da werde ich dann also wieder mein 100%iges entwickeln, mir Wutanfall holen und dann mal schauen, ob das besser wird als Dragoran und ob das Dragoran überholen kann, übertrumpfen kann, wie auch immer. Auf jeden Fall richtig heftige Ansage noch. Zum Abend jetzt, und da sehe ich, ich müsste meine Videos am besten immer um die Zeit aufnehmen, denn vorhin tagsüber war die Sonne so grell und hell und das war alles so blass und eklig. Jetzt ist ein bisschen Abenddämmerung schon da und es sieht einfach so schön aus, das Bild, richtig zum Verlieben. Wunderbar! So,
Das war es aber trotzdem von mir jetzt. Wie gesagt, ich habe den Community Day vergessen gehabt anzukündigen bzw. nicht gemacht, weil ich so viele andere Videos immer zu hatte. Jetzt auch zur Vollständigkeit natürlich da Kindwurm Community Day am Samstag, dem 13. April und holt euch Brutalander mit Wutanfall. Ich sag's euch, das wird heftig, das wird genial. Darauf habe ich gewartet, mein Leben lang. Ich traue mich ja schon gar nicht, überhaupt irgendwas zu entwickeln, weil ja noch ein Community Day kommen könnte. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus natürlich. Ich freue mich gerade riesig und bin so gehypt jetzt auf den Samstag. Nicht nur, dass das Shiny richtig cool aussieht, nicht nur, dass das ein fettes Pokémon ist, jetzt hat es auch noch eine richtig geniale Attacke und wird einfach besser als davor. Das war's aber von meiner Seite aus. Ich lenke immer die Leute hier unten ab. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.